Willkommen zurück zu VVVVVV. Und wie mir das Spiel beim letzten Mal versprochen hat, habe ich hier das geheime Labor. Und da gehe ich jetzt mal rein. In der vermutlich letzten oder vorletzten Folge von VVVVVV. Wow, sind hier viele Terminals. Ich fange mal hier an. Ich frage mich, warum sie diese Dimension verlassen haben. Sie waren so nah dran, sie zu fixen, sie zu reparieren. Vielleicht können wir das machen für sie. Vielleicht kommen sie dann zurück. Okay, mit den Terminals kann ich nicht interagieren. Ich kann nur mit den Leuten reden. Dieses Labor ist fantastisch. Die Wissenschaftler, die hier gearbeitet hatten, wussten eine ganze Menge mehr über Warp-Technologie als wir. Schau, was ich gefunden habe. Es ist ziemlich hart. Ich kann nur 10 Sekunden durchhalten. Achtung, das Supergravitron ist nur zu Unterhaltungszwecken gedacht. Wer immer das Gravitron für Ausbildungszwecke benutzt, muss sich danach in die Ecke stellen und schämen. Was? Hä? Na dann, los geht's! Super Gravitron! Los geht's! Kann ja nicht so schwer sein. Neuer Rekord! 3 Sekunden 93. Nein! Ist jetzt zum Glück überhaupt nicht übertrieben oder so. Ja! Was tue ich hier? Sterben. Oh Mann, voll getroffen. Nein! Oh Mann. Diese Konstellation ist gemein, diese Dicke. Yeah, neuer Rekord! Moment, aber wenn der eine Kollege sagt, er hält 10 Sekunden durch, dann kriege ich doch bestimmt irgendwas, wenn ich 10 Sekunden durchhalte. Ich habe zumindest mal was freigeschaltet für die 5 Sekunden. Oh, Mist. Nein! was? Wie soll das denn gehen? Wow, das war knapp. Das hätte fast geklappt. Das nicht. Ach, Mist. Die sind schneller als ich, oder? Ja, die sind ein bisschen schneller als ich. Nein! Das war ein bisschen zu früh nach links. Nein! Okay, das ist vielleicht keine so gute Idee, da durchzuwarpen. Nein! Ah, oh, diese langen Schlangen sind auch gemein. So, komm, letzter Versuch. Dann wird's langweilig. Dip, dip, dip. Na, kommt einer noch. Okay, das war's dann wohl. Nee. Ich habe erstmal genug davon. Und was sagst du jetzt? Okay, du sagst, du hältst 10 Sekunden durch. Ich schätze mal, deswegen kriege ich bei 10 Sekunden einen neuen Rekord und einen neuen, was Neues. Aber das ist mir gerade zu anstrengend. Captain, hast du das gesehen? Mit deren Forschung und unserer gemeinsamen sollten wir in der Lage sein, diese Dimension, unsere eigene Dimension zu stabilisieren. Wir sind gerettet. Und was sagt Violet? Schau dir all diese Forschung an. Das wird eine große Hilfe zu Hause sein.
gewinne mit weniger als 500 Toten, mit weniger als 250, weniger als 100, weniger als 50. Eine Minute auf dem Super Gravitron, 30 Sekunden auf dem Super Gravitron, 15, 10. Ah, 5. Spiel komplett durch. Das ganze Spiel in Flip-Mode durchspielen. Ah, das sind die Time Trials. Die habe ich noch nicht gemacht, noch nicht angeguckt. Und das hier ist das komplette Spiel durchspielen im Kein-Tod-Modus. Das heißt, wenn ich sterbe, ist das Spiel vorbei quasi. Okay, das heißt, dieses Geheimlabor gibt es eigentlich gar nicht mal so viel zu tun. Außer, dass ich mir meine Achievements anschauen kann. Oder gibt es hier drüben so irgendwas Neues? Nö. Das heißt, ich werde jetzt noch mal einen letzten Versuch wagen im Super Gravitron, in der Hoffnung, dass ich 10 Sekunden schaffe. Bis zum Ende dieser Folge. Komm schon, 10 Sekunden. Kann ja nicht so schwer sein. Nein! Oh. Ah, diese Sechserteile sind gemein. Geschafft. Puh. Gut. das war gerade Glück. Das ist echt Glück gewesen gerade, weil die Teile, die da kommen, zufällig generiert werden, da hatte ich gerade wirklich Glück. Das lief gerade super. Oder beziehungsweise es war halt gerade eine Struktur, die mir halt gut lag. Das heißt, an dieser Stelle würde ich jetzt dieses Spiel auch beenden. Und zwar so endgültig. Ich werfe noch einen letzten Blick auf den Trophäenraum. Yay, ich habe 3 Trophäen, genau gesagt 4, ne? Ich habe hier alle Trinkets. Und, also das muss es nicht sein. Dann müsste ich das Spiel nochmal komplett durchspielen, fände ich irgendwie ätzend. Spiel nochmal durchspielen, die Time Trials, die mache ich vielleicht noch. Schreibt doch, was ihr dazu meint, ob ihr die sehen wollt. Und wenn ihr die sehen wollt, dann werde ich mich daran nochmal versuchen. Aber alles, wo ich halt das Spiel nochmal durchspielen muss, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Gravitron, na, vielleicht, wenn ich Lust kriege. Aber, na, die erstmal nicht. Wie gesagt, schreibt mal einen Kommentar, was ihr von den Teilen hier haltet. Die gibt es hier im Menü, wenn mich nicht alles täuscht. Time Trials, genau. Die da sind das. Und wenn ihr die sehen wollt, dann werde ich die mal machen. Zum Reinschnuppern. Mach ich jetzt einfach mal eine. Zeig mal, wie das dann aussieht. Das ist der ganz normale Level, so wie das aussieht. Und es werden meine Tode wohl gezählt. Es wird die Zeit gezählt. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, was ich jetzt hier erreichen muss. Ah, ich muss 1 Minute 15 erreichen. Das steht zumindest rechts unten, ist die Part-Time. Nein! Okay, also so sehen die Time Trials aus. Ich schätze mal, das ist einfach ein Abschnitt zwischen zwei Teleporter quasi, den ich in einer gewissen Zeit schaffen muss. Joa, also ich denke, die könnte ich noch machen. Was denkt ihr denn darüber, über diese Teile, über diese Herausforderung sozusagen? Es ist halt letzten Endes wieder das gleiche wie das Spiel, nur halt wahrscheinlich ein bisschen repetitiv, weil ich wahrscheinlich das Ganze immer wieder machen muss, bis ich die Zeit letzten Endes geknackt habe. Was halt gerade, wenn ich mich an den Trinkets auch versuche, tatsächlich ein bisschen länger dauern könnte. Also ich bin... Ich,
bin gerade nicht so wirklich begeistert davon, ehrlich gesagt. Weil es halt eben doch das gleiche ist wieder. Und ja, weil ich mit Zeitdruck nicht arbeiten kann, wie man sieht. Ach, das ist hier. Oh, meine Güte, wie soll das in der Minute 15 gehen? Nee, das lasse ich mal schön sein. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mich so failen sehen wollt. Weil auf nichts anderes wird es auslaufen, nichts anderes wird es sein, dass ich hier gnadenlos immer wieder versage. Und ich weiß nicht, ob es so Spaß macht zum Zuschauen. Ich glaube ja nicht. Von daher würde ich gerne wissen, was die Zuschauer dazu meinen. Bevor ich es aber blind so von mir aus mache. Von daher würde ich jetzt sagen, von meiner Seite aus ist das, also zumindest das Hauptspiel ist zu Ende. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen in diesem kurzen, nur 10 Folgen währenden Spiel. Und beim nächsten Mal gibt's dann wahrscheinlich einen anderen Plattformer.